Können wir loslegen? Ja. Gut, dann wunderbar. Willkommen zur dritten Vorlesung Gaben und Logik. Habt ihr Fragen, die wir vorab gerade irgendwie klären wollen? Mein Plan wäre sonst ein kleines bisschen Nachträge zu machen zu dem, was wir letztes Mal hatten und dann einzusteigen mit lokalen Operatoren. Okay, dann direkt diese Nachträge. Okay, eine Sache, da hatte ich das letzte Mal einfach so ein paar noch geschweifte Klammern vergessen. So große geschweifte Klammern. Ich wollte hier noch diese Regeln einteilen in Regeln von intuitionistischer Logik, klassischer Logik und Minimallogik. Und die Regel ist ganz einfach. All diese Regeln, die hier drauf sind auf dem Blatt, die gehören zur klassischer Logik. Wenn ich jetzt das unterste Axiom, Tertium non datur, weglasse, dann haben wir die Regeln zu intuitionistischer Logik. Und wenn wir jetzt außerdem noch ein weiteres Axiom weglassen, dann haben wir die Regeln von sogenannter Minimallogik. Dazu müssen wir das Axiom weglassen, was hier steht, ex falsum quod libet, aus bottom folgt beliebiges, aus bottom folgt phi. Wenn wir das noch weglassen, dann haben wir Minimallogik. Und es ist manchmal ganz interessant, auch Minimallogik zu untersuchen. Vor allen Dingen als Hilfskonstrukt in Metabeweisen. Okay, dann hätte ich kurz, würde ich gerne noch zwei, drei Regeln erklären, zu denen wir das letzte Mal nicht gekommen sind. Zum Beispiel die Doppelregel für die Implikation. So, das ist eine Doppelregel. Das heißt, das ist eine Abkürzung für zwei verschiedene Regeln. Man kann sie von oben nach unten lesen, wie alle anderen Regeln auch, aber auch von unten nach oben. Und das ist immer noch eine gültige Regel, die man eben fordert. Für intuitionistische Logik, für klassische Logik und für Minimallogik. Okay, und was die aussagt, ist, dass folgende beiden Aufgabenstellungen gleichwertig sind. Die Aufgabenstellung, zuerst die untere Aufgabenstellung vorgelesen. Das wäre, dass man ein Übungsblatt bearbeitet und in der Angabe ist schon als Globalvoraussetzung phi vorgegeben. Und dann lautet die Aufgabe, zeigen Sie aus psi folgt chi. Und hier oben, da hat der Globalübungsleiter das anders formuliert, anders getecht. Da hat er phi und psi zu den Globalannahmen gemacht auf dem Übungsblatt und dann als Aufgabe nur noch formuliert, zeigen Sie chi. Das sind aber äquivalente Sachen. Ja? Das drückt genau diese Regel aus. Okay, und dann gibt es noch diese ganz komische Regel mit oben rechts, mit diesem Ersetzen. Also wenn man das da hat und wenn ich das wirklich ausschreiben wollen würde, das mache ich jetzt einmal und danach nie wieder, dann sieht das so aus. Also in phi und psi dürfen irgendwelche Variablen vorkommen, und zwar Variablen mit dem Namen klein x1 bis klein xn. Und die haben jeweils irgendeine Sorte, groß x1 bis groß xn. Was dann erlaubt ist, ist, was Neues abzuleiten in einem neuen Kontext, der ganz anders aussehen kann. y1 bis ym, ganz neue Sorten eventuell auch. Und zwar, was steht jetzt da dran? Da steht dran, irgendwelche s für x ersetzt. Also was soll das heißen? Wenn man so einen Vektorpfeil auf eine Variable macht, dann meint man damit x1 bis xn oder hier s1 bis sn. Und hier sollen also s1 bis sn Terme sein. Terme in welchem Kontext? Im Kontext der ys. Jetzt schreibe ich es wieder verkürzt. Im Kontext klein y, Doppelpunkt, Vektorpfeil groß y. Und zwar Terme von welchem Typ? Von den Sorten groß x1 bis groß xn. Also immer wenn man solche Terme hat, dann darf man simultan alle Vorkommen von diesen freien Variablen ersetzen durch diese Terme. Und dann hat man eine neue Sequenz und die ist dann eben auch abgeleitet. Die Regel kann man noch auf zwei besondere Arten und Weisen einsetzen. Nämlich zum Vergrößern und zum Verkleinern des Kontextes. Mit Vergrößerung des Kontextes ist gemeint, dass hier halt schon irgendwelche Variablen vorkommen und man einfach aus gewissen Gründen, um den Rest des Beweises ermöglichen zu können, noch eine weitere Variable hier aufnehmen möchte in den Kontext. Dann kann ich das formal mit dieser Regel hier
durchführen. Und zwar, indem ich einfach für die Variablen xi wieder xi einsetze und dann aber mir notiere, dass das jetzt in einem größeren Kontext erfolgt ist. Also damit kann man den Kontext vergrößern, ohne Einschränkungen. Kontext verkleinern geht auch, aber nur mit einer Bedingung. Ich kann, also wenn wir hier so eine Sequenz haben und im Kontext ist noch eine Variable x aufgeführt, die aber gar nicht vorkommt, dann darf ich die trotzdem nicht einfach weglassen. Denn es könnte sein, dass die Sorte groß x, was die Sorte ist von der Variable, die ich weglassen möchte, gar nicht bewohnt ist. Und dann wäre diese Sequenz da oben trivialerweise ableitbar, aber die Sequenz nach Weglassen der Variable nicht mehr. Okay, aber diese Regel erlaubt es mir schon, die Variable wegzulassen, vorausgesetzt, ich finde irgendeinen Term von dieser Sorte. Dann kann ich nämlich für diese Variable diesen Term einsetzen. Der Kontext ist danach um 1 reduziert und so bekomme ich die Herleitung hin. Okay, also das ist noch so zwei Sachen, zwei Besonderheiten, die in dieser Regel noch mitschwingen. Okay, und dann möchte ich euch gerade einen Beweis noch vorführen, ein Beweisschema, und ich möchte euch dann fragen, was ihr davon haltet. Behauptung: Für alle x aus irgendeiner Menge x gilt Phi von x. Beweis: Falls x leer ist, ist die Behauptung klar. Andernfalls sei klein x aus der Menge groß x zu zeigen Phi von x. Und jetzt geht der Beweis halt noch irgendwie weiter, um wirklich Phi von x zu beweisen. So sieht man das manchmal in einer Anfängervorlesung. Aber das ist nicht so super. Kann jemand ein bis zwei Kritikpunkte äußern? Alles klar, okay. Noch ein Kritikpunkt? Das war übrigens mal eine Diskussion auf Stack Exchange, glaube ich. Und André Bauer hat geantwortet. Und er hat sehr gut geantwortet, wie er es immer tut. Also Problem Nummer eins ist, was zeigt das denn in intuitionistischer Logik nur? Also intuitionistisch zeigt das nur eine schwächere Aussage als das, was da eigentlich steht. Denn wir machen ja hier im ersten Schritt des Beweises eine Fallentscheidung, ob x leer ist oder nicht leer ist. Das kann ich nicht immer machen, ja? Also was das eigentlich intuitionistisch nur zeigt, ist, falls x leer ist oder x nicht leer ist, dann stimmt es, dass für alle x aus x Phi von x gilt. Das ist nur das, was das hier intuitionistisch zeigt. Und das ist eine nicht triviale Voraussetzung intuitionistisch. Deswegen ist es schon mal doof, ohne Not den Beweis eingeschränkt zu formulieren. Ja? Die zweite Sache, die ich hier nicht so gut finde, ist, dass es, also auch wenn man nicht an intuitionistischer Logik interessiert ist, dass es einfach ohne Not zu kompliziert aufgeschrieben ist. Denn die Regel, die einem vorschreibt von Gentzens Kalkül, wie man eine All-Aussage zu beweisen hat, das ist die Regel hier unten links in diesem Viererkasten. Die sagt einem ganz genau, was man zu tun hat. Nämlich, wenn ich eine All-Aussage nachweisen möchte, dann fange ich direkt hier meinen Beweis an. Sei klein x Doppelpunkt groß x und ich versuche zu zeigen Phi von x. So zeigt man eine All-Aussage. Und dieses Vorgeplänkel, das brauche ich nur, wenn ich Angst vor Spezialfällen habe. Das brauche ich nur, wenn ich Sorge habe, ob ich das denn überhaupt schreiben darf, wenn die groß x leer ist oder so. Aber darum sollte man keine Sorgen haben. Das ist völlig legitim. Für den Fall, dass wir extern wissen, dass groß x leer ist, ist halt alles, was ab hier rechts geschrieben steht, trivial. Aber trotzdem völlig okay. Ja? Nee. Gute Frage. Das ist aber nicht so. Also die Frage ist, wählen wir hier nicht ein x und ist das nicht bedenklich wegen Auswahlaxiom? Nein. Hier zeigen wir etwas für ein beliebiges x. Also wir wählen schon mal nicht. Wir würden auch dann nicht wählen, wenn du folgendes Beweisschema verwenden würdest. Als Voraussetzung weißt du, es gibt ein x mit der und der Eigenschaft. Und im Beweis schreibst du also hin, nach Voraussetzung gibt es also ein x mit der und der Eigenschaft,
wir wollen das jetzt im Folgenden verwenden und dann rechnest du mit x weiter. Dann könnte man noch stärker denken, dass du jetzt einen x gewählt hast. Aber auch dann ist es noch nicht so. Das Ausfallaxiom fällt wirklich nur dann an, wenn du sowas wie unendlich viele Auswahlen simultan treffen willst. Der häufigste Fall oder ein eindrucksvoller Fall, wo du das machen willst, ist, wenn du eben eine Surjektion hast und ein partielles Inverses für die Surjektion konstruieren willst. Dann musst du nämlich simultan für jedes Element aus der Zielmenge je ein Urbild wählen. Dafür da brauchst du das Ausfallaxiom. Aber du brauchst das Ausfallaxiom nicht für rein logische Sachen, wo du eine Variable einführst oder eliminierst. Das garantiert dir einfach Gentzens Kalkül, dass du das so machen darfst. Okay, also das ist ja auch ein Punkt, wie Logik einem unterstützt, mental hygienisch zu bleiben. Und das ist ja eines der Slogans dieser Vorlesung. Okay, dann nur noch zwei Sachen, bevor wir mit lokalen Operatoren loslegen. Ich will noch eine Sorge so ein bisschen nehmen, wenn man diese Regeln das erste Mal sieht. Man könnte nämlich denken, dass das einfach jetzt 20 Regeln sind und man gar nicht genau weiß, ob das jetzt alle sind, die man wirklich braucht oder ob wenn man oder woher die kommen oder sowas. Aber tatsächlich steckt eine ganz gewisse Systematik hinter diesen Regeln. Und zwar für jedes logische Zeichen, also für und, oder und für alle und es gibt und so, gibt es hier im Wesentlichen immer zwei Arten von Regeln. Nämlich Regeln, die einem sagen, wie man das Zeichen nachweisen könnte. Also wie man zum Beispiel eine All-Aussage nachweist. Und Regeln, die einem sagt, wie man so eine Aussage verwenden kann als Voraussetzung. Ja, zum Beispiel sehen wir das hier bei den Regeln zur Konjunktion. Da sehen wir bei den mittleren beiden Fällen, da sehen wir erklärt, wie wir eine All-Aussage verwenden können, wenn wir sie als eine Konjunktion verwenden können, wenn wir sie als Voraussetzung gegeben haben. Wenn wir Phi und Psi wissen, dann dürfen wir auch Phi ableiten. Das steht hier. Und hinten haben wir die Regel, die einem sagt, wie wir eine Konjunktion nachweisen sollten. Nämlich wir müssen beide Äste der Konjunktion separat nachweisen. Und so zieht sich das immer durch, ja? Also es gibt immer eine Regel für eventuell auch mehr Regeln, so wie das hier aufgeschrieben ist, zu wie man die Sache benutzen kann und wie man sie nachweisen kann. Ja. Naja, gut, nee, ach so, wenn das links stünde. Ja, genau, okay, da hast du recht, das ist so ein bisschen ein Sonderfall. Aber und ein anderer Sonderfall ist Tertium non dato, was völlig aus dem Rahmen fällt. Ja? Genau, aber sonst gibt es da wirklich eine sehr, sehr schöne Systematik. Ja, genau. Genau, aber es gibt halt keine. Also, was du natürlich hier aus Modus Ponens willst du sagen? Ja. Mal einsetzen, Psi und Psi. Und dann die Regel von unten nach oben lesen. Dann steht Ach unten so, ja. auf der linken rechten Seite genau dasselbe. Ja. Und es gibt eine Regel, die einem das sofort zeigt. Ja. Also man gibt das, was im Grunde steht, kostenlos und ich glaube, das ist sicher, dass du haben willst. Und jetzt ist es doch auch wieder links. Ja. Okay, und die letzte Sache, die ich euch noch anschreiben möchte, sind die Axiome von Hating-Arithmetik. Ich habe extrem schlechte Erfahrungen damit gemacht, die Axiome für Hating-Arithmetik zu unterdrücken. Deswegen machen wir das jetzt ganz genau. Okay, die Signatur von Hating-Arithmetik, die war schon angegeben früher mal. Das waren Konstantensymbole 0, dann Funktionssymbol s und dann noch zwei Funktionssymbole plus und mal. Ja? Und jetzt können wir die nicht logischen Axiome von Hating-Arithmetik festlegen. Die nicht logischen Axiome von Hating-Arithmetik, HA, und auch von PA, von Peano-Arithmetik. Wir erinnern uns, der einzige Unterschied zwischen den beiden war, dass wir Hating-Arithmetik mit intuitionistischer Logik verwenden wollen und Peano-Arithmetik mit klassischer Logik. Aber die Axiome selbst sind dieselben sonst. Sind? Okay, und das sind halt sechs Stück plus unendlich viele. So, das erste sagt, der Nachfolger von irgendeiner Zahl ist niemals 0.
Ja, also wenn man immer eins drauf zählt, dann dreht man sich nie im Kreis. Dann gibt es ein Axiom, das sagt, die Successor-Operation ist injektiv. Zwei Nachfolger von Zahlen können nur dann gleich sein, wenn die Zahlen selbst schon gleich waren. Dann gibt es zwei Axiome, die die Addition regeln. Nämlich rechts 0 drauf zu addieren, ändert die Zahl nicht. Ja, danke. Und dann die Regel für den Rekursionsschritt. Den Nachfolger von der Zahl auf n drauf zu addieren, das kann ich da reinziehen. Und dann gibt es zwei analoge Regeln für die Multiplikation. N mal 0 gibt 0, diesmal ist es richtig. Und n mal den Nachfolger von m, sozusagen m plus 1 gedacht, gibt n mal m plus n. Also das sind die sechs grundlegenden Axiome, die die Successor-Operation sowie Addition und Multiplikation regeln. Und jetzt kommt noch das Induktionsschema. Und zusätzlich für jede Formel Phi je folgendes Axiom. Noch befindlich in irgendeinem Kontext aus irgendwelchen, ich sage jetzt mal Xen. Alle von der Sorte n, weil andere Sorten gibt es in PA oder HA nicht. Okay, und das Axiom sagt, sollte phi gelten, wobei wir für irgendeine Variable n, die da vorkommt, 0 eingesetzt haben. Und sollte es der Fall sein, dass aus phi die Gültigkeit von phi erfolgt, wobei wir jetzt s von n für n eingesetzt haben, sozusagen phi von n plus 1. Dann folgt schon, dass phi stimmt für alle natürlichen Zahlen. Das ist das Induktionsaxiom. Ja, also gegeben ein Induktionsanfang und ein Induktionsschritt, dann können wir folgern, dass die Behauptung für alle natürlichen Zahlen stimmt. Und das ist das mächtigste Axiom hier, wo auch wirklich der Teufel so ein bisschen im Detail steckt. Und wo Ultrafinitisten das zum Beispiel ablehnen, die akzeptieren das nur für manche Aussagen phi, für solche Aussagen phi, wo keine Quantoren vorkommen oder höchstens beschränkte Quantifikation, wo man immer noch eine obere Schranke beim Quantor mit dranstehen hat. Auf jeden Fall, das ist die subtile Sache. Was man hieran auch nochmal gut erkennt, ist so ein Anfängerfehler, der auch manchmal in Anfängervorlesungen passiert, nämlich in der Art und Weise, wie man einen Induktionsbeweis aufschreibt. Manche Leute erklären das so, dass man einen Induktionsbeweis so aufschreiben muss. Induktionsanfang n gleich 0, bla bla bla. Induktionsvoraussetzung, bla bla bla. Induktionsschritt. Aber so würde ich das persönlich nicht aufschreiben, weil jetzt denkt man, dass ein Induktionsbeweis irgendwie aus drei Teilen besteht. 1, 2, 3. Und dem ist tatsächlich nicht so, sondern der Witz beim Induktionsbeweis ist, dass man eine Allaussage, die zu zeigen ist, ersetzt durch zwei Teilaussagen, die zu zeigen sind. Induktionsanfang und Induktionsschritt. Ich würde einen Induktionsbeweis also immer so aufschreiben. Induktionsanfang und dann der Induktionsschritt. Und wenn ich möchte, kann ich mir hier nochmal dran erinnern, was die Induktionsvoraussetzung war. Gelte die Induktionsvoraussetzung, das heißt bla bla bla, zu zeigen das Neue. Ja? Also das ist näher an dem, was es formal logisch ist. Und ich finde, das ist auch didaktisch ein bisschen weniger verwirrend. Ja? Sonst ist immer die Frage, was denn dieses n hier ist, was hier vorkommt. Welches n soll das sein? Soll das für alle sein? Aber ich will es doch erst für alle n zeigen und so. Ja? Okay, also das sind die Axiome von Hating-Arithmetik oder von Peano-Arithmetik.
Fragen? Sonst kommen jetzt lokale Operatoren. Ganz kurz, kurz. Bitte. Der Schrägstrich war das Einsetzen. Genau. Also das heißt, dass du in der Variable, in der Formel phi, alle freien Vorkommen von der Variable n jeweils ersetzt durch s von n. Genau. Gut. Dann also der zweite Abschnitt, lokale Operatoren. Ausgangspunkt ist ein Neid auf Philosophinnen und Philosophen. So, die studieren nämlich nicht nur, was wahr ist, sondern auch, was notwendigerweise wahr ist, was möglicherweise wahr ist, was wahr sein sollte, was ich glaube, was wahr ist, was er glaubt, was wahr ist. Das sind andere Modalitäten. Die haben dafür auch Symbole. Zum Beispiel das da bedeutet, phi ist notwendigerweise wahr. Oder Diamant phi bedeutet, phi ist möglicherweise wahr. Es ist möglich, dass phi wahr ist. Oder sie haben noch weitere Zeichen für phi sollte wahr sein, in einem moralischen Sinne. Ja, es sollte so sein, dass niemand was stiehlt oder so. Und was es in der intuitionistischen Logik halt auch gibt, sind so ähnliche Operatoren wie hier, nur mit einem anderen Flavor. Und die werden wir sehr gewinnbringend einsetzen können. Kurzes Beispiel dazu, wie das in der Philosophie gehandhabt wird. Zum Beispiel würden, glaube ich, die meisten Leute zustimmen, dass Folgendes stimmen würde: Diamant, Klammer auf, Menschen haben an jeder Hand 6 Finger, Klammer zu. Es ist vorstellbar, dass die Entwicklung anders verlaufen wäre, sodass wir 6 Finger an jeder Hand haben. Das wäre ein Beispiel für eine mögliche Wahrheit. In einer benachbarten Welt gilt das. Okay, und Wahrheiten, die notwendigerweise wahr sind, darüber streiten sich Philosophen, ob es da überhaupt welche gibt. Aber die meisten Leute würden akzeptieren, dass mathematische Grundtatsachen dazu gehören. Also wäre es zum Beispiel korrekt zu sagen in der Philosophie, Box, Klammer auf, 2 plus 2 gleich 4. Auch in jeder anderen Welt wäre 2 plus 2 gleich 4. Gut, und wir also untersuchen lokale Operatoren. Und das kann man zum Beispiel schreiben als Nabla Phi. Phi gilt lokal. Was das lokal dabei genau bedeutet, das ist mit Absicht schwammig formuliert und offen gelassen. Das kann nämlich alles möglich bedeuten, je nach Kontext. Und wir werden ganz viele Beispiele davon sehen, ein paar heute und ein paar Wochen, wenn wir die interne Sprache von Topoi behandeln. Aber wir können schon jetzt ein paar Beispiele dafür sehen. Also zum Beispiel könnte sein, nicht phi. Das ist eines der wichtigsten Beispiele für einen solchen lokalen Operator. Das ist eine subtile Abschwächung von phi. Ja, wir erinnern uns, intuitionistisch stimmt es nur noch, dass aus phi nicht phi folgt. Aber die Umkehrung lässt sich nicht für alle phi zeigen. Das ist also eine subtile Abschwächung von phi. Das Alltagsbeispiel war, dass wenn wir nicht wissen, wo wir uns einen Schlüssel verlegt haben, ne, wo wir ihn hingelegt haben, dann können wir nicht behaupten, dass es ein x gibt, wo sich der Schlüssel befindet, aber wir können behaupten, dass es nicht ein x gibt, wo sich der Schlüssel befindet. Also das wäre eine Abschwächung. Eine andere Abschwächung wäre folgende. Phi oder Alpha, wobei Alpha irgendeine feste Formel ist. Die werden wir nachher auch noch brauchen. Nochmal sowas wäre das da. Wobei diesmal Beta eine feste Formel ist.
Und was man auch noch auf rein logische Art und Weise definieren kann, ohne Zusatzzutaten, wäre folgendes. Das sind alles lokale Operatoren. Ich zeige euch noch ein paar andere, die wir nicht jetzt als Formelsymbole zum jetzigen Zeitpunkt angeben können, aber die trotzdem ganz interessant sind. Das da könnte sowas sein wie Phi gilt auf einer offenen Überdeckung. Das bedeutet, es soll eine offene Überdeckung geben von dem Raum, auf dem wir gerade arbeiten, sodass für jedes Mitglied der offenen Überdeckung jeweils dort Phi gilt. Oder, wenn euch das interessiert, Phi gilt auf einer etalen Überdeckung. Also wenn ihr irgendwie in der algebraischen Geometrie zu Hause seid, und da gibt es halt etale Überdeckungen. Oder wenn ihr eher an Informatik interessiert seid, dann gibt es noch Folgendes. Phi gilt unter Zuhilfenahme eines Orakels. Ihr wisst, in der Informatik gibt es manche Probleme, die sich nicht lösen lassen für eine Turing-Maschine. Zum Beispiel herausfinden, ob eine andere Turing-Maschine hält oder nicht. Aber was man machen kann, ist, man kann Orakel dazu nehmen. Was es auf orakelhafte Art und Weise eben doch kann. Stellt sich dann heraus, wenn man das gemacht hat, gibt es immer noch unlösbare Probleme, nur neue unlösbare Probleme. Probleme, die man vorher hätte gar nicht denken können. Okay, und das kann man eben logisch untersuchen und das wird dann auch Anlass geben zu so einem lokalen Operator. Ich verrate euch mal die Anforderungen an einen lokalen Operator. Damit sich also irgendeine Konstruktion auf Formeln so nennen darf. Warum machst du nicht Definition? Warum ich nicht Definition von Doppelpunkt schreibe? Wie bitte? Warum schreibst du nicht jetzt von Definition von lokaler Operator? Ja, ich schreibe es nur kurz hin und dann sage ich das. Ich habe tatsächlich bestimmt eine Stunde darüber nachgedacht. Okay, ein Axiom lautet, Phi impliziert Nabla Phi. Das nächste, Nabla Nabla Phi impliziert Nabla Phi. Und das dritte, das da. Und zwar jeweils für alle Formeln. Phi und Psi. Falls euch unsicher seid mit der Klammerung, also so könnte ich hier noch Klammern einziehen oder hier noch. Ja. Das Nabla bindet sehr stark. Ja. Darf ich bloß noch was nachfragen? Bitte. Also bloß von der Syntaktik. Ja. Also oben fängst du an mit dem Philosophischen und sagst genau. Zum Beispiel Kästchen 4 und das ja. Im Endeffekt, das bezieht sich auf eine Aussage. Genau, die direkt nach dem Kästchen kommt. Genau. Bei deinem Beispiel, zum Beispiel bei dem Nicht-Nicht-Phi. Ja. Das ist also, es ist also verschachtelt. Also Phi, das ist dann die Aussage selbst, ist ja, dass Nicht-Nicht-Phi gilt. Oder? Genau, okay. Also Nabla-Phi wäre in diesem Fall die Aussage, dass Phi Nicht-Nicht gilt. Ja. Wenn du willst, kannst du dir auch noch Klammern reinziehen, eventuell. Also, nur, dass wir uns nicht missverstehen, angenommen, Phi ist selbst eine längere Aussage ja. Und du schreibst Nabla-Phi, ja. Dann ist schon gemeint, dass du schreibst Nicht-Nicht-Klammer auf. Die Aussage, ja? Darf ich fragen, warum machst du nicht sowas wie, dass du sagst, also Nabla Phi und sagst, Phi ist die Aussage, nicht, nicht Psi? Das hört mir jetzt kaputt. Was soll ich sagen? Nabla Phi ist gleich? Also, ihr nicht ist gleich, sondern. Okay. Also, weil oben hast du sozusagen nur verbal geschrieben. Ach so, da habe ich es nur verbal geschrieben, ja. Hier habe ich es, ach so, wenn ich das hier verbalisieren wollen würde, würde ich sagen, also der Nabla Phi in diesem Fall wäre
Viel gilt nicht nicht. Und was sind Sachen lokal? Das ist schwierig zu sagen. Was sich später herausstellen wird, ist, dass also all diese modalen Operatoren jeweils eine geometrische Bedeutung noch bekommen, sobald wir die Topfersprache haben. Und dann wird es sein, dass das da, genau dieser Lokaloperator, der zu diesem Nabler gehört, noch eine weitere Lesart bekommen wird, nämlich phi gilt auf einer offenen dichten Teilmenge. Und das ist irgendeine Art von Lokalität. Ne? Das gilt nicht überall, aber an sehr, sehr vielen Orten. Auf einer offenen, dichten Teilmenge. Noch können wir aber den Bezug zwischen dem Nicht-Nicht und diesem auf einer offenen, dichten Teilmenge nicht verstehen. Ist das außerhalb von der dichten Teilmenge? Da ist dann Phi vielleicht falsch. Wir wissen, dass das Nicht falsch sein kann. Ja, das Nicht wird später eine andere Bedeutung bekommen. Also wir werden das interpretieren in einer Topos-Sprache. Und die Interpretation wird dann so sein, dass wenn intern nicht viel gilt, dass das aus externer Sicht bedeutet, dass es eine offene dichte Teilmenge gibt, sodass auf dieser die interne Aussage viel gilt. Genau, ist völlig unklar, wird gar nicht definiert momentan. Ja, überhaupt nicht. Ja. Kann ich nochmal kurz zu dem Nicht-Nicht-Ding? Ja. Du hast daneben geschrieben, also viel gilt nicht. Ja. Ist es jetzt, wenn die Aussage selber gilt, jetzt lokal? Genau, also der Punkt ist, das Wort lokal hat ja keine, oder soll hier momentan keine präzise Bedeutung haben. Aber es soll sich auf Aussagen beziehen? Es soll sich auf Aussagen beziehen, ja. Und nicht auf Formeln, oder sagst du Formeln? Formeln und Aussagen sind Synonyme für mich. Okay. Ja. Also ich meine, das ist mit Absicht sehr, sehr schwammig und die Meta-Aussage wird sein, ja, dass später alles viel besser wird und es uns plausibel erscheinen wird, all diese Fälle jeweils unter dem Deckmantel lokal zusammenzufassen. Du hast ja schon irgendwelche anschaulichen Vorstellungen zum Wort lokal, auch wenn ich hier jetzt momentan das Wort lokal nicht definiert habe. Und momentan hast du eventuell Schwierigkeiten, deine anschaulichen Vorstellungen mit diesen zusammenzubringen, ja, aber später wirst du die nicht mehr haben. Genau, das verstehe ich genau. Was mich jetzt bloß verwirrt, ist sozusagen, dass du einmal sozusagen ein Symbol für eine Aussage machst und einmal und sozusagen noch einen Nabler vorschlagst, um genau über dieselbe Aussage sozusagen zu machen und ja, das einfach alles klar. Du kannst, wenn du willst. Nee, passt schon. Also ja. Aber wenn du sagst, Phi gilt nicht, heißt irgendwie sowas wie Phi gilt lokal. Also Phi gilt nicht. Genau, Phi gilt nicht. Ja, heißt sowas wie Phi gilt lokal. Aber in irgendeinem Sinne schon, ja. Aber kann Phi gilt nicht auch ja bedeuten, dass halt irgendwie nicht entscheidbar ist, so Phi gilt. Also, weil das ist ja dann schon irgendwie eine gute Aussage, wenn man dann hat, dass Phi zumindest irgendwie lokal gilt. Ja, genau. Das ist ja auch nicht trivial irgendwie. Ja, ist eine nicht triviale Aussage, ja. Genau. Es ist auch weiterhin nicht so konstruktiv oder so, dass jede Aussage nicht gilt oder sowas. Ja? Das ist schon trotzdem noch was Besonderes. Aber es ist was leicht Schwächeres. Ja? Also wir stellen uns in jedem dieser Fälle Nabla Phi als eine gewisse Abschwächung von Phi vor. Und in diesem Hintergrund sind auch diese drei Axiome verständlich. Das erste sagt, wenn Phi wirklich gilt, dann gilt auch diese Abschwächung von Phi. Welche Art von Abschwächung hängt von Nabla ab? Das zweite sagt, wenn man also eine Formel Phi abschwächt und dann nochmal abschwächt, dann ist es genauso gut, wie wenn man sie nur einmal abgeschwächt hätte. Ja, die Rückrichtung gilt automatisch aufgrund von erstens. Und die Abschwächung kann so krass sein, dass Phi eigentlich nirgends mehr gilt. Genau, ich könnte vielleicht noch das krasseste Beispiel für einen lokalen Operator hinschreiben. Das wäre einfach das da. Also da wäre Nabla Phi einfach die Aussage, ja, stimmt. Und das andere Extrembeispiel wäre, dass Nabla Phi wieder Phi ist. Das wäre jetzt gar nicht abgeschwächt. Das wäre gar nicht abgeschwächt, das wäre maximal abgeschwächt. Und das sind irgendwelche Zwischenstufen. Und in klassischer Logik ist die Situation viel langweiliger, weil schaut euch zum Beispiel diese Situation an. In klassischer Logik ist Alpha wahr oder falsch. Wenn es wahr ist, dann steht hier Phi oder was immer Wahres. Das heißt, wir können das vereinfachen zu dem immer Wahren. Das heißt, wir sind in diesem langweiligen Spezialfall.
Umgekehrt sollte Alpha falsch sein, dann muss ich das nicht extra dazu schreiben, Phi oder was auf jeden Fall Falsches gilt. Dann schreibe ich einfach nur Phi hin und dann bin ich in diesem langweiligen Fall. Also wenn man, es gibt die Möglichkeit, folgenden Satz rigoros zu machen. In klassischer Logik gibt es nur zwei lokale Operatoren. Nämlich die beiden, die ganz unten dran stehen und die langweilig sind. Und intuitionistisch kann es eben sehr viel mehr geben. Und das werden wir jetzt auch gleich ausnutzen. Weil wir heute unser erstes Theorem haben werden. Okay, zur Frage von Matthias, warum schreibe ich hier nicht einfach Definition, ein lokaler Operator ist oder sowas? Weil es hier einen subtilen Unterschied gibt bezüglich, ob ich diese Forderung semantisch stellen will, ob ich sagen will, das gilt alles, das ist wahr, oder ob ich sagen will, das ist ableitbar. Und ich werde erst in der Formulierung des Theorems, werde ich mich auf eine der beiden Sachen einigen. Wir machen noch ein Beispiel. Das Beispiel kam schon, aber ich will es in Teil nachrechnen. Ich will zeigen, dass die Doppelnegation wirklich ein lokaler Operator ist. Die Doppelnegation nicht nicht ist ein lokaler Operator. Beweis, wir müssen halt erstens, zweitens, drittens nachrechnen. Selbstverständlich in intuitionistischer Logik, weil es unsere Vorlesungslogik ist. Und auch, weil es trivial wäre in klassischer Logik, weil da ist nicht nicht dasselbe wie gar nichts zu machen. Ja. Okay, also wir müssen zum Beispiel nachrechnen, dass Phi nicht nicht Phi impliziert. Das war eine Übungsaufgabe auf dem ersten Blatt. Und ganz schnell informal gelöst geht die wie folgt. Wir wollen das zeigen, also nehmen wir Phi an und müssen jetzt noch nicht nicht Phi nachweisen. Zur Erinnerung, was war die Bedeutung von nicht nicht Phi? Das war per Definition, war das die Aussage, dass aus nicht Phi ein Widerspruch folgen würde. Wir wollen jetzt diese Implikation nachweisen, also nehmen wir nicht Phi an und hoffen zu zeigen, dass ein Widerspruch folgt. Gut, jetzt haben wir nicht Phi als Annahme, wir haben auch Phi als Annahme. Wir können diese Annahme Phi in das nicht Phi reinstecken, kriegen so einen Beweis von Bottom. So haben wir das. Zweite Sache lasse ich weg. Dritte Sache will ich noch machen, weil sie interessanter ist. Also wir müssen das da zeigen. Das lasse ich wieder weg und sage es nur ganz kurz. Und die andere Richtung machen wir, weil die interessant ist. Wenn ihr wisst, dass Phi und Psi nicht nicht stimmt, dann ist es insbesondere der Fall, dass Phi nicht nicht stimmt. Und außerdem ist es auch der Fall, dass Psi nicht nicht stimmt. Also das folgt wegen Monotonie. Aber die andere Richtung ist interessant. Wie bitte? Ich dachte jetzt zuerst. Ja? Das ist der erste Satz und weiß, was war der. Ja, genau. So läuft das manchmal, ne? Okay, die Rückrichtung. Ja? Also angenommen, also gelte nicht nicht Phi und gelte nicht nicht Psi. Und was ist zu zeigen? Das da hinten. Und das gleich ein bisschen ausformuliert wäre, dass aus der Falschheit von Phi und Psi, dass wir daraus Bottom ableiten sollen. Das ist jetzt schon nicht nicht einmal ausformuliert. Und dazu kurz ein hypothetischer Einschub, von dem wir erst gleich sehen werden, warum er uns was bringt. Nur kurz mal hypothetisch. Angenommen, Phi wäre der Fall. Dann folgt nicht Psi. Denn angenommen, Psi würde gelten, dann haben wir wozu einen Widerspruch? Ging das so, Matthias? Ja, dann hast du Phi und Psi. Und ah, richtig. Und dann? Es gilt, nee. Also du ja. Hast irgendwie nicht so offiziell das nicht Phi und Psi in den Annahmen aufgenommen. Ne? Also nicht Phi und Psi nehmen wir jetzt an. Ach so, genau. Sorry. Ich war einen Beweisschritt irgendwie zu weit und dann habe ich es nicht gesehen. Wir wollen das noch zeigen. Ne?
Also, wie zeigt man die Implikation? Man nimmt das noch an, ne? Das vordere. Angenommen, nicht 4 Psi. Zu zeigen, Widerspruch. Gut. Und jetzt machen wir das gleich. Und ich glaube, der Trick war, nicht Phi jetzt anzunehmen, sondern nicht Phi anzunehmen. Kann das sein? Nee, also klar. Wir wollten vielleicht vorher zeigen, was wir jetzt eigentlich dieses Trocken zeigen. Ja. Aber zeig doch mal einen Zwischenschritt nicht. Alles klar. Okay. Okay, ja, ich bin jetzt auch wieder dabei. Genau. Wir zeigen zunächst. Ja, ist egal, ne? Es gibt zwei Möglichkeiten, das hier zu beweisen. Okay, wir zeigen zunächst. Nicht Psi. Nur mal kurz als Einschub. Ja? Wie zeigen wir das? Angenommen Psi. Jetzt müssen wir den Bottom herleiten. So, angenommen Bottom. Angenommen Psi. Dann wissen wir auch. Dann wissen wir auch. Dass Phi nicht gelten. Dann wissen wir auch nicht Phi. Denn wenn Phi gelten würde, dann würde Phi und Psi gelten, aber das gilt ja nicht. Na? Angenommen, Phi würde gelten, dann würde Phi und Psi gelten. Das ist nicht der Fall. Also nicht Phi. So, aber drüber sehen wir, dass es nicht der Fall ist, dass nicht Phi gilt. Ja? Also wegen nicht Phi folgt Bottom. Somit ist diese Zeile vom Beweis zeigt wirklich, dass Psi nicht gilt. Aus der Annahme Psi haben wir Bottom abgeleitet. Und jetzt nochmal rekapitulieren. Hier steht dran, dass es nicht der Fall ist, dass nicht Psi gilt. Andererseits haben wir nicht Psi nachgewiesen. Das ist ein Widerspruch. Also das war ein Einschub, das gehört zusammen. Und jetzt wegen nicht Psi folgt Bottom. Und das war, was zu zeigen war. Jo. Ja. Also ein kleines bisschen trickreich, das richtig hinzukriegen. Ich wische mal eine Tafel und wenn ihr gerade Fragen dazu habt, dann stellt sie gerne. Das war ein informaler Beweis, ne? Weil wir nicht das jetzt offiziell in Gänze ins Kalkül natürlich entschließen, das durchgeführt haben. Aber man kann ja jeden hinreichend formalen Beweis übertragen in Gänzens Kalkül natürlich schließens. So auch den, also wäre es einfach eine Übungsaufgabe, den nochmal mit diesen Beweisbäumen hinzuschreiben. Fragen? Ja. Dann würde ich jetzt ja hier sowas machen wie so, wie heißt das richtig, DeMorgan oder so? DeMorgan oder sowas, ja genau. Ich stehe jetzt hier an der zweiten Stelle. Also eine Sache kann ich machen, ich kann irgendwie aus A und B. Genau, es gibt auch dieses Gesetz. Und es gibt dieses Gesetz, ne? Okay, und konstruktiv, intuitionistisch ist es so, dass das noch gilt. Und das gilt nur nach links, aber nicht nach rechts. Ja, aus einer negativen Information ist es höchst unwahrscheinlich, positive Informationen zu gewinnen. Wirklich die Information, welcher der beiden Fälle wirklich vorliegt. Zum jetzigen Zeitpunkt aber haben wir keine Möglichkeit nachzuweisen, wirklich nachzuweisen, dass die Richtung von links nach rechts nicht gilt. Nur, dass uns kein Beweis davon einfällt, heißt ja nicht viel. Später aber wird das ganz, ganz leicht sein, weil in den topologischen Modellen, die wir kennenlernen werden von intuitionistischer Logik, werden wir einfach klipp und klar sehen, dass das eine völlig falsche Aussage ist. Gut, jedenfalls haben wir das nicht verwenden können hier drin, weil das ein intuitionistischer Beweis sein soll, aber wir haben es ja auch nicht verwendet. Im Gegenzug war es hier ein bisschen schwieriger. Oder in der Richtung,
Das kann sein, ja. Gut, jetzt kommen noch zwei Definitionen und dann eben unser erstes Theorem. Und zwar definieren wir die Nabla-Übersetzung. Gesundheit. Die Nabla-Übersetzung einer Formel ist wie folgt rekursiv definiert. So, da gehen wir jetzt alle Möglichkeiten durch, wie eine Formel aufgebaut sein kann und schreiben jeweils hin, was die Übersetzung davon sein soll. Das schreiben wir dann immer mit hoch oben Nabla. Und die Nabla-Übersetzung von S gleich T soll sein, dass unter Nabla S gleich T gilt. Gut, dann haben wir zum Beispiel Phi und Psi. Davon die Übersetzung soll sein, dass wir das haben. Dann gibt es Phi oder Psi. Geht genauso. Und das geht jetzt noch durch, bis wir alle haben, ja? Für alle x. So. Existenzquantifikation und dann fehlen nur noch zwei. Nämlich die konstante Top und die konstante Bottom. Das ist extrem einfach zu merken, ne? Nämlich einfach vor jedem Unterteil der Formel jeweils so ein Nabla setzen. Also zum Beispiel die Nabla-Übersetzung der Stetigkeit wäre Nabla für alle Epsilon, Nabla existiert Delta, sodass Nabla, Implikation fehlt noch, ne? Geht aber genauso. Überall einfach Nablas davor schreiben. So, das ist die Nabla-Übersetzung. Damit können wir einfach aus Formeln neue Formeln machen. Wie meinst du? Ach so, für alle Fälle. Ja, könntest du ein bisschen allgemeiner formulieren, wenn du willst. Dann müsstest du nur allgemein formal definieren, was ein Junktor ist oder sowas, also ein logisches Zeichen. Kannst du machen. Okay. Also damit können wir aus Formeln neue Formeln gewinnen, wo dann halt überall dieses Nabla davor steht. Zum Beispiel könnte überall das Nicht-Nicht davor stehen. Das ist ein besonders wichtiger Fall. Diese Übersetzung hat tausende von Namen in der Literatur. Unter anderem folgende, oder leichte Varianten davon. Doppelnegationsübersetzung, vor allem in dem Fall, dass Nabla nicht nicht ist. Gödel-Jensen-Übersetzung, Glienko-Übersetzung oder Kuruda-Übersetzung. Und die haben sehr subtile Unterschiede, aber nichts, was für die Sachen, die mich persönlich interessieren, relevant ist. Okay, und dann können wir ein Lemma formulieren. Also sein für einen Operator Nabla die Forderungen an einen modal, an einen lokalen Operator. Das war also erstens, zweitens, drittens von der linken Tafel. In einer Theorie T ableitbar. Hier muss ein bisschen aufpassen, weil T könnte auch top sein, ja? Muss aus dem Kontext hervorgehen. Dann gilt für alle Formeln Phi
Zum einen, man kann zeigen, Phi bedingt in dem Kontext, wo Phi lebt. Falsch. Ich wollte das da behaupten. Nabla von Phi hoch Nabla, Nabla bedingt Phi hoch Nabla. Und zweitens, das da. Was heißt dieses Zeichen? Das ist einfach eine Abkürzung, dass das linke das rechte bedingt und dass das rechte das linke bedingt. Was ist Phi hoch blaues Nabla? Phi hoch blaues Nabla ist genauso definiert wie das da, nur dass wir nicht ganz so viele Nablas überall einstreuen, sondern nur ein paar wenige. Nur die, die blau markiert sind. Nämlich nur dieses vom Gleichheitszeichen, dieses vor dem Oder und dieses vor dem Es gibt und dieses vom Bottom. Und sonst tun wir keine willkürlich neu einführen. Es können sich weiterhin welche geben, weil das ja rekursiv so weitergeht, aber wir tun nur eine Nabla dazu schreiben von Existenzquanta, von Oder, von Gleichheit und von Bottom. Okay, und die Aussage ist also, ich hätte genauso gut das von Anfang an nur blau formulieren können, ohne die zusätzlichen Sachen. Dann wäre es aber halt ein bisschen weniger systematisch gewesen, weil so kann man sich gut merken, Nabla-Übersetzung bedeutet überall Nablas davor schreiben. Die blaue Nabla-Übersetzung meint nur dort, dort, dort und dort Nabla dazu vorschreiben. Ja. Trotzdem rekursiv rein, also genau, ja. Rekursiv dann weiter. Ja. Also falls ihr ein Beispiel dazu wollt, Beispiel die blaue Nabla-Übersetzung von der Tatsache, von der Aussage, dass eine Funktion surjektiv ist. Ja. Die wäre ja für alle y aus y gibt es ein x aus x, so dass f von x gleich y ist. Die blaue Nabla-Übersetzung davon lautet, für alle y, hier kommt kein Nabla davor, jetzt kommt ein Nabla, existiert ein x aus x und jetzt kommt auch nochmal ein Nabla vor dem Gleichheitsding. So. Das ist die blaue Nabla-Übersetzung. Jetzt brauchen wir noch einen Beweis des Lemmas. Der ist sehr leicht. Das ist nämlich eine Übungsaufgabe. Das geht mit Induktion über die Art und Weise, wie Phi aufgebaut ist. So, momentan wirkt das noch recht kryptisch. Und ich glaube, das nächste Lemma wird auch noch kryptisch wirken. Aber direkt danach werden wir sehen, wozu wir das Ganze brauchen. Bitte? Das heißt, ich habe so eine Formel, wo das klar drin ist. Bei dem existiert, muss ich trotzdem noch Phi hoch Nabla. Ja, richtig, das musst du trotzdem weiter verarzten. Okay. Deswegen auch kam zum Beispiel hier das zweite Nabla nochmal rein. Ja. Also du musst das immer rekursiv machen. Der einzige Unterschied ist, bei dem weißen Nabla setzt du vor jede Teilformel einen Nabla. Ja. Beim blauen Nabla tust du es nur bei diesen paar Fällen explizit davor setzen. Stefan? Auch wieder blau rekursiv weiter rein. Genau. Aber es würde keinen Unterschied machen. Ja, weil das Linke bedingt das Rechte und das Rechte bedingt das Linke. Also es ist wirklich nur Convenience, dass wir hier ein paar der weißen Nablas weglassen könnten, systematisch weglassen könnten, wenn wir das wollen. Okay, also das ist das erste Lemma. Das ist halt einen leichten Beweis. Und dann haben wir folgende Proposition.
Und diese Proposition spielt sich ab in derselben Situation wie das Lemma. Ja? In derselben Situation wie im Lemma zuvor. Das heißt also, dass diese Axiome, dass die Forderungen an lokalen Operator ableitbar sind. Und dann gibt es drei Tatsachen. Sei in T eine Sequenz phi bedingt psi ableitbar. Dann ist in T hoch Nabla die Sequenz phi hoch Nabla bedingt psi hoch Nabla ableitbar. Was ist mit T hoch Nabla gemeint? Damit ist gemeint, dass wir in all die nicht-logischen Axiome, die in T vorkommen, die T ausmachen, ersetzen durch ihre Nabla-Übersetzung. Okay, und A zeigt also, wenn Phi Psi bedingt, dann tut auch die Übersetzung von Psi die Übersetzung von Psi bedingen, ausgehend aus den übersetzten Axiomen. B. Sei Phi eine geometrische Formel, das heißt, dass nur folgende Bestandteile vorkommen dürfen in Phi, nämlich Top, Bottom, Gleichheit, Konjunktion, Disjunktion und Existenzquantifikation. Das darf alles vorkommen, aber nicht da vorkommen die anderen. Also nicht Implikation und nicht für alle. Und wenn ihr so wollt, auch nicht Negation. Das müsste ich offiziell nicht hinschreiben, weil Negation sowieso nur eine Abkürzung war für impliziert Bottom. Und implizieren ist ja nicht erlaubt. Sei Phi eine geometrische Formel. Dann ist Phi hoch Nabla dasselbe wie Nabla Phi, in dem Kontext, den wir brauchen, um das zu formulieren. Dann ist das da ableitbar. Sogar ohne Verwendung der Axiome, der nicht-logischen Axiome von T. Einfach in Logik ist das ableitbar. Das heißt also, für geometrische Formeln können wir all diese vielen Nablas, die da im Laufe der Übersetzung entstehen, auch alle nach vorne ziehen zu einem einzigen Nabla, ganz davor. Also zum Beispiel hier hinten, das war jetzt insgesamt keine geometrische Formel, weil hier für alle Quantor dran steht. Ja? Aber der hintere Teil, ab dem es existiert, war geometrisch. Und dieser Teil zeigt uns also, dass wir dieses Nabla nicht unbedingt hier nochmal hätten hinschreiben müssen. Es hätte das Nabla da vorne genügt. Das ist also nochmal eine ganz wichtige Vereinfachung. So, dazu der Beweis. Bitte sehr. Zu den Wörtern ableitbar und gelten. Genau. Und ja. Formel und Sequenz. Bin gespannt. Also, wir nennen das schon Sequenz, oder? Wenn Turnstile in der Mitte steht. Ja, genau. Also links rechts Formel mit dem Turnstile ist Sequenz. So. Ja. Hier ist so geschrieben, es gilt für alle Formeln und dann stehen da Sequenzen. Ja, ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, genau, das werde ich oft nicht machen, aber ich sollte es dazu schreiben, dass das da in T ableitbar ist. Und auch das da ist in T ableitbar. Aber sogar auch, ist in T ableitbar. Dann passt es jetzt damit zusammen, dass du da links gerade eben geschrieben hast, dass ein Sequenz ableitbar sein soll. Genau. Und mir fällt gerade ein, dass ich auch hier brauche, dass es wirklich in T ableitbar ist. Weil die Situation ist so formuliert, dass ich nur in T weiß, dass Nabla wirklich ein lokaler Operator ist. Genau, ja? Da wollte ich jetzt als nächstes fixen, nämlich also in der Theorie T
sollen die Forderungen ableitbar sein? Genau, 1, 2, 3, die hinten. Ah, okay, gut, ja, danke. Wenn ich sage, dass eine Formel ableitbar ist, meine ich, dass folgende Sequenz ableitbar ist. Top bedingt die Formel. Ja? Also wenn ich das nochmal formal ausschreiben sollte, würde ich das so machen. Also hier, diese Situationsbeschreibung heißt, dass in der Theorie T folgende Sequenz ableitbar ist. Top zeigt und dann Phi impliziert, Nabla Phi zum Beispiel. So, soll für alle Formeln Phi in der Theorie T ableitbar sein. Das ist gemeint und dann natürlich auch noch für Axiom Nummer, für Forderung Nummer 2 und Forderung Nummer 3. Da steht jetzt T oder Top. Da steht Top und da steht die Theorie T. Zumindest momentan, ja. Nee, links vom Tensor steht ja eine Formel. Und das ist halt die Trivial, das Verum, glaube ich, top, ja. Im Gegensatz zu Falsum. Ja. Weiterer Bemängelungspunkt? Das heißt jetzt mal? Okay, ich mache den Beweis davon gleich. B mache ich sowieso nicht, B ist eine Übungsaufgabe. Aber ich will den Beweis von A skizzieren, aber ich will euch vorher zeigen, warum das interessant ist. Ja? Also wir machen das nachher. Ich will da jetzt nur noch zwei Bemerkungen dazu schreiben. Und dann zeige ich euch, wozu das alles gut ist mit diesen lokalen Operatoren. Okay, erstens. Falls schon in Minimallogik die Forderungen erstens, zweitens, drittens ableitbar sind, diese Forderung und außerdem noch eine Forderung und außerdem die Forderung was da? Für alle Formeln Phi. Hier muss noch ein Kontext dran. Ableitbar sind, so gilt sogar Folgendes. Folgende Verschärfung von A gilt dann. A' oder so. Nämlich sei Phi bedingt Psi intuitionistisch ableitbar, also wie immer. In der Theorie T, dann ist auch die übersetzte Sequenz ableitbar, und zwar in Minimallogik. So, wann gilt das zum Beispiel? Das gilt etwa für die Doppelnegation. Kann man sich überlegen, dass das gilt. Und es gilt auch für diese hier. Das war dieses Beispiel, das zweite. Falls man eine kleine Sache anders definiert, falls man Bottom hoch Nabla in diesem Fall als Alpha definiert. Laut der Definition, wie sie eigentlich hier dran steht, wäre Bottom hoch Nabla die Aussage Nabla Bottom. Das heißt Nabla oder Alpha, das kann ich nicht zu Alpha vereinfachen. In Bottom oder Alpha. Aber wenn ich das kann ich in Minimallogik nicht zu Alphas vereinfachen. Falls ich das gleich so definiere, also die Vereinfachung schon einbaue in die Übersetzung, dann habe ich dieses Resultat.
So, und dann noch eine kleine Bemerkung. Und langsam nähern wir uns dem Grund, warum man diese lokalen Operatoren untersucht. Das wird jetzt ein Wechsel sein von klassischer Logik zu intuitionistischer Logik. Also für den Fall Bottom gleich nicht gilt sogar noch mal mehr. Nabla gleich nicht. Nämlich A'. Sei Phi bedingt Psi klassisch ableitbar. Modulo den Axiomen, die T zur Verfügung stellt. Ja? Modulo T. Dann ist Phi hoch nicht bedingt Psi hoch nicht intuitionistisch ableitbar und zwar sogar in Minimallogik ableitbar. Modulo der übersetzten Theorie. Der Punkt für mich ist nicht, dass es in Minimallogik ableitbar ist. Der Punkt ist, dass ich aus einem klassischen Beweis einen intuitionistischen Beweis bekomme. Ja, ich beweise hier klassisch mit Tertium Mandatur, beweise ich das Phi Psi bedingt. Und ich bekomme raus einen intuitionistisch zulässigen Beweis, dass die übersetzte Aussage die andere übersetzte Aussage bedingt. Das ist das fundamentale Resultat zur Doppelnegationsübersetzung. Wie kann man das gewinnbringend einsetzen? Angenommen, ihr seid in eurer Metalogik intuitionistisch und überhört jetzt zwei Professorinnen auf dem Gang, die sich unterhalten. Aus derer Sicht, also in der Metalogik, die sie normalerweise verwenden, nämlich klassische Logik. Dann wird das Gespräch keinen Sinn ergeben für euch, weil sie ständig Aussagen sagen, die ihr gar nicht beweisen könnt. Sowas wie Phi oder nicht Phi. Wenn ihr dem Gespräch trotzdem folgen wollt, dann schaltet halt so einen Babelfisch an. Und was macht der Babelfisch? Der führt genau die Doppelnegationsübersetzung durch. Das heißt, der tut überall eine Nicht dazu. Oder genauer gesagt, es wäre nötig vor diesen blau eingefärbten Fällen. Und plötzlich ergibt das Gespräch der beiden Professorinnen wieder Sinn für euch in der intuitionistischen Metatheorie. Ja, weil immer, wenn die einen klassischen Beweis zitieren, das Phi Psi bedingt, könnt ihr daraus machen, einen intuitionistischen Beweis, dass die Doppelnegationsübersetzung von Phi die Doppelnegationsübersetzung von Psi bedingt. Ich will euch gleich noch erklären, warum, wie das geht. Ja? Aber ich will das hier noch mehr auf den Punkt bringen, wie man das alles kombinieren kann. Durch folgendes Theorem. Seien Phi und Psi geometrische Formeln. Sei in T diese Sequenz ableitbar, und zwar klassisch. Aussage ist, dann ist genau dieselbe Sequenz auch in Minimallogik ableitbar. Ich sage jetzt mal nur intuitionistisch. Dann ist das da in einer bestimmten Übersetzung, die wir sehen werden, welche das ist, intuitionistisch ableitbar. Also wenn Phi und Psi geometrische Formeln sind, dann kann man sich hier die Übersetzung sparen. Das ist die Aussage. Also das ist nochmal die Verbesserung gegenüber der Bemerkung. Wie geht das? Das geht durch eine Sache, die Friedmanns Trick genannt wird.
Friedmann war ein berühmter Logiker. Und dementsprechend heißt manchmal diese Übersetzung auch F-Übersetzung. F wie Friedmann. Oder A-Übersetzung, weil die Leute oft statt oder Alpha, was wir vorhin im Beispiel hatten, oder A schreiben. Okay, und das ist ein extrem kurzes Argument, aber auch ein kleines bisschen knifflig, deswegen orientiere ich mich hier an den Notizen. Also, aus der klassischen Ableitbarkeit von Phi bedingt Psi im Kontext X, ja, folgt die intuitionistische Ableitbarkeit von Phi hoch nicht nicht bedingt Psi hoch nicht nicht. Das ist die Proposition davon Teil A. So, da Phi und Psi geometrisch sind, können wir das vereinfachen mit dem Teil B. Teil B sagt uns, wir können in diesem Fall das nicht nicht einfach nach ganz vorne vorziehen. Also deswegen folgt die intuitionistische Ableitbarkeit von nicht nicht Phi bedingt nicht nicht Psi. Im Kontext X. Und nun können wir die Aussage minimal sogar abschwächen. Insbesondere folgt die intuitionistische Ableitbarkeit ABL von Phi bedingt nicht nicht Psi. Gell, wenn wir Phi haben, dann haben wir auch nicht nicht Phi und das bedingt nicht nicht Psi. Also sehen wir so. Und das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt die intuitionistische Ableitbarkeit von Phi bedingt nicht nicht Psi. Und wir wollen die intuitionistische Ableitbarkeit von Phi bedingt Psi. Also wir müssen die hinteren Nicht-Nichts noch wegbekommen. Wenn ihr schon jetzt ein bisschen vertraut seid mit intuitionistischer Logik, dann könnte euch das wie ein unmögliches Unterfangen vorkommen. Weil die doppelt verneinte Aussage ist ja deutlich abgeschwächt und enthält viel weniger Informationen als die Aussage selbst. Wie also sollte es möglich sein, daraus jetzt einen Beweis zu gewinnen, dass Phi wirklich Psi bedingt, statt nicht nicht Psi? Das geht aber schon, und zwar mit Friedmanns Trick, der jetzt angewendet wird. Wir verwenden nochmal diese Übersetzung, jetzt aber für einen anderen modalen, für einen anderen lokalen Operator. Es folgt wieder mit der Proposition. Es folgt die intuitionistische Ableitbarkeit von Phi hoch Nabla bedingt im Kontext X die intuitionistische Ableitbarkeit, Phi hoch Nabla bedingt die Nabla-Übersetzung von nicht nicht Psi. Das wäre korrekt für jeden modalen, für jeden lokalen Operator. Ich verwende jetzt aber einen ganz bestimmten. Und zwar für folgenden. Lokaler Operator angewendet auf irgendein Chi soll sein Chi oder Alpha. Wobei Alpha noch zu fixieren ist. Das wird gleich rauskommen, was clever wäre, für Alpha zu wählen. Wobei wir Alpha in Kürze wählen. So. Dann steht da hinten dieses nicht nicht Psi übersetzt. Das können wir fertig ausschreiben. Was ist das? Also zunächst mal, die Negationen bedeuten ja immer, dass Bottom ableitbar ist. Folgt, das Bottom folgt, danke, genau. Und das ist genauso gut wie, ja, das Linke bedingt das Rechte und das Rechte bedingt das Linke in dem Kontext, wie wenn wir das alles reinziehen, aber tatsächlich nicht überall reinziehen, weil wir die blaue Übersetzung verwenden, ja, wie folgendes. Phi hoch Nabla impliziert Bottom hoch Nabla, impliziert Bottom hoch Nabla.
Und das könnt ihr noch fertig ausrechnen. Bottom hoch Nabla ist ja angegeben. Das ist Nabla Bottom. Und entweder verwenden wir gleich diese Abkürzung oder brauchen wir auch gar nicht, weil wir uns jetzt auf intuitionistische Ableitbarkeit eingeschränkt haben statt Minimallogik. Da ist es einfach ein Theorem, dass das so ist. Dann haben wir insgesamt Phi hoch Nabla impliziert Alpha und das Ganze soll Alpha implizieren. Alter, was? Psi? Ja, danke. So, okay. Gut. Also, diese Ableitbarkeit folgt, ja? Dann machen wir hier gerade noch weiter. So, jetzt nochmal ausnutzen, dass Psi und Phi ja beide geometrisch sind. Ja? Da Phi und Psi geometrisch sind, folgt die intuitionistische Ableitbarkeit von. So, was will ich machen? Ich will wieder Phi hoch Nabla ersetzen durch Nabla Phi. Das darf ich dank Teil B der Proposition. Also folgt die intuitionistische Ableitbarkeit von. Nabla Phi, das heißt Phi oder Alpha, bedingt, und jetzt dieses hintere, Psi oder Alpha, impliziert Alpha, so geklammert. Insbesondere folgt die intuitionistische Ableitbarkeit von was? Nur noch mal minimal abgeschwächt, nämlich das oder Alpha weggelassen, das da 1 zu 1 abgeschrieben. Denn wenn wir Phi haben, dann haben wir auch Phi oder Alpha und das bedingt ja das da. Und jetzt wählen wir Alpha clever. Sei von vornherein Alpha gleich Psi gewählt. Dann folgt also die intuitionistische Ableitbarkeit von was? Von Phi bedingt Psi oder Psi, Psi, Psi. Gut, vereinfachen wir das ein bisschen. Psi oder Psi ist äquivalent zu Psi in intuitionistischer Logik. Das heißt, hier steht die Bedingung, dass Psi Psi impliziert. Hier steht also dran, dass wir das Phi folgendes bedingt. Phi bedingt, dass wenn es stimmen sollte, dass Psi Psi impliziert, dass dann Psi stimmt. Aber es ist ja tatsächlich der Fall, dass Psi Psi impliziert. Also das da ist irgendwie ableitbar zu top. Okay, sorry. Lass es horizontal schreiben. Ja. Mann, Ding. Das ist top, ja? Wir haben also die Ableitbarkeit von Phi bedingt top impliziert Psi. Und das ist das, was wir haben wollten, ja? Also folgt die intuitionistische Ableitbarkeit von Phi bedingt Psi im Kontext X. Und das war was zu zeigen. Bitte. Und wo passiert die Magie also? Das ist irgendwie komisch, gell? Was das zeigt, ist, dass in jedem klassischen Beweis, dass Phi Psi bedingt, wenn Phi und Psi geometrische Formeln sind, dass in jedem so einen klassischen Beweis irgendwie versteckt schon ein intuitionistischer Beweis vorkommt, den wir wieder extrahieren können, indem wir zweimal Proposition A anwenden, für zwei verschiedene lokale Operatoren. Zunächst für nicht-nicht und dann für diesen Friedmann-Operator oder Alpha.
Zwei Bemerkungen sind da auf jeden Fall noch wichtig. Erstens, diese Einschränkung hier betrifft nur die Form der Voraussetzungen der Behauptung von Phi und Psi. Also Phi und Psi müssen geometrische Formeln sein, damit das funktioniert. Aber im Beweis, in dem beliebig vorgegebenen klassischen Beweis, dürfen alle möglichen Arten von Formeln auftauchen, auch nicht geometrische. Es geht also wirklich nur um die Form der Aussage. Wenn man einen hochkomplizierten klassischen Beweis hat, der alle möglichen Arten von Formeln verwendet, wenn der aber Voraussetzungen, Behauptungen geometrisch sind, dann folgt aus der klassischen Ableitbarkeit die intuitionistische. Das ist die eine Bemerkung, also die unterstreicht nochmal die Krassheit des Resultats. Und dann aber auch noch eine Abschwächung. Hier steht nicht folgendes Theorem, das wäre auch falsch. Wenn es klassisch stimmen sollte, dass Phi Psi impliziert, dann ist das da ableitbar. Der Unterschied ist sehr subtiler Natur und wir werden den Unterschied noch besser würdigen lernen können. Es gibt einen Unterschied, ob ich hier fordere, dass wir einen Beweis davon haben, einen klassischen Beweis, oder ob wir sagen, dass das stimmt. Nur, dass das stimmt, ist nicht genug, damit wir dieses Theorem oder damit wir diesen Beweis hier verwenden können. Das seht ihr auch alle, weil all diese Beweisschritte haben eben verwendet, dass wir wirklich einen Beweis haben von Phi bedingt Psi. Und nur, dass etwas wahr ist, heißt noch nicht, dass wir einen Beweis davon haben. Ja? Verwenden wir gerade die intuitionistische Logik oder reicht uns Minimallogik auch? Ich denke, uns reicht Minimallogik. Ja, genau. Dann brauchen wir aber diesen kleinen Heck hier, aber meinetwegen. Die Behauptung des Metatheorems wird dadurch ja nicht beeinflusst. Genau. Ja. Ja gut, das Fragezeichen ist, was du bekommst, wenn du erstmal die Axiome von T mit nicht übersetzt und dann nochmal mit dem Nabla, was konkret hier definiert wurde, mit konkret diesem Nabla. Ja. Und ich hätte euch gerne noch ein Korollar angeschrieben davon. Die Axiome von? T selbst. Ja, es ist nicht immer so, dass die Axiome von T die von T nicht implizieren. Ja, also das ist vielleicht nochmal eine ganz gute Warnung. Also wir haben festgehalten, das ist auch Forderung 1, ja, dass Phi immer Nabla Phi bedingt. Okay. Aber was, das ist okay. Aber was nicht im Allgemeinen okay ist, dass Phi Phi hoch Nabla bedingt. Das ist im Allgemeinen falsch. Ja? Manchmal ist es richtig, wenn Phi zum Beispiel eine geometrische Formel ist, dann stimmt das, weil dann ist Phi hoch Nabla dasselbe wie Nabla Phi und dann können wir das obere anwenden. Aber im Allgemeinen stimmt es nicht. Ich kann euch nächstes Mal noch ein Lemma anschreiben, wann es, unter welcher allgemeinen Situation das stimmt. Aber ich schreibe euch hier noch ein Korrelat hin, weil das mit diesem T hoch dem ein bisschen unzufriedenstellend vielleicht ist. Ja? Seien Phi und Psi geometrische Formeln über der Signatur von Hating-Arithmetik. Ja, also es darf nur plus mal 0 Successor vorkommen und die Sorte n. Dann ist genau dann Phi bedingt Psi klassisch ableitbar, wenn Phi bedingt Psi intuitionistisch ableitbar ist. Die Richtung von rechts nach links? Genau, also klassisch ableitbar in PA und hier in Hating-Arithmetik. Also nicht irgendeine komische übersetzte Theorie, sondern einfach Hating-Arithmetik. Die Richtung von rechts nach links ist sonnenklar. Denn klassische Logik hat einfach ein Axiom mehr als intuitionistische. Ja? Also ich kann einfach den Beweis nochmal abschreiben und sagen, siehe da, ich habe einen klassischen Beweis gefunden. Und die Richtung, die ist genau mit dem Theorem, was wir gerade eben bewiesen haben, wo man noch eine Sache bedenken muss. Also folgt aus dem Theorem. Und der Tatsache, dass alle
nicht logischen Axiome von Peano-Arithmetik hoch nicht hoch Nabla von HA gezeigt werden. Also damit ist zum Beispiel gemeint, PA, eines der Axiome von PA sagt, das Induktionsaxiom gilt. Das kommt jetzt nicht mehr hier in dieser Theorie vor, sondern es kommt zweimal komisch übersetzt vor. Aber diese zweimal komisch übersetzte Aussage, das ist halt wieder eine Instanz von dem Induktionsaxiom, angewendet auf irgendeine andere Formel Phi. Angewendet auf Phi hoch nicht hoch Nabla. Ja? Also man muss das kurz durchgehen, dass das für alle nicht logischen Axiome wirklich der Fall ist. Und dann hat man das gezeigt. Das war's. Vielen Dank.